Huhu, Leute, ich bin Flascher und ich erzähle euch heute etwas über die Strategien, die wir verwendet haben bei unserem Wing 2 Full Clear. Da es ein Full Clear ist, müssen wir natürlich von Anfang an starten. Darum seht ihr, wir skippen die Ads, machen uns mit den beiden Rauchschuppen vom Druiden und Soul Beast unsichtbar und rennen dann einfach durch zum Boss und starten den direkt. Die Gruppen werden jetzt gleich noch ein bisschen anders aufgeteilt. Wie ihr seht, alle DPSler sind mit dem Druiden in einer Gruppe, damit auch die wirklich die Glyphe der Verstärkung kriegen und die nicht irgendwie auf Kronos oder sowas geht. Das gleiche auch mit dem Stanshare von dem Soul Beast. Und die Kronos scheren ja eh auf 10 Leute, von daher müssen die nicht in der gleichen Gruppe sein. Krieger ist auch noch in einer extra Gruppe. Die erste Raupe frisst direkt einer der Kronos und die zweite Raupe wird dann der Druide übernehmen, sodass die DPSler eigentlich immer da sind und wir kein DPS verlieren. Und ja, wie ihr seht, geht es hier direkt los. Wir werden auch nur zwei Raupen benutzen. Als Buff-Food haben wir Dragon Breath Buns. Die geben 200 Kraft, nachdem man einen Gegner besiegt hat. Also ein kleines bisschen mehr Kraft als normales Butternuss-Kürbissuppe. Und da man hier regelmäßig Ads bekämpft mit diesen kleinen Raublingen, werdet ihr auch gleich sehen, kriegt man dann Buff unten in die Buff-Leiste. Der kommt jetzt gleich auch, wenn die kleinen Viecher kaputt gehen. Die werden natürlich immer rangezogen von den Kronos und den Druiden. Und dann seht ihr, hat man diesen kleinen Buff da unten drin. Ist dieses blaue Symbol mit dem weißen Schild. Sonst hauen wir einfach nur normal durch. Jetzt werdet ihr gleich sehen, dass ich hier nicht meinen Elite-Skill benutze, da man den DPS etwas verzögern muss. Also wir hatten hier oft bei diesem Run Probleme, dass wir zu viel DPS hatten und sich darum die Timings der Boss-Attacken verändern. Denn der Boss-Gegner haben natürlich auch Cooldowns auf ihren Angriffen und wir wollen auf jeden Fall, dass der Shake, den er jetzt gleich macht, vor seiner 40% Breakbar-Phase kommt. Ihr seht, genau vor 40%, bei 40% geht er ja eine Breakbar-Phase und davor muss der Shake kommen, damit er den nämlich nicht am Ende auf Cooldown hat, sondern dass er auf jeden Fall noch ein zweites Mal shaket. Warum werdet ihr dann gleich sehen? Und darum verzögere ich halt meinen Elite-Skill, dass wir ein bisschen weniger DPS in der Gruppe haben, weil wie gesagt, wenn wir zu viel DPS haben und er deswegen diesen Shake später macht, hat er ihn am Ende noch auf Cooldown. Ihr seht, die Raublinge werden immer sofort wieder rangezogen. Und dann auch getötet, sodass wir nie zu viele Raublinge haben. Und jetzt wechseln wir das Buff-Food. Wie ihr seht, wir nehmen jetzt Butternuss-Kürbissuppe rein, denn den Buff mit den 200 Kraft, den hat man immer noch, wenn man den vorher aufgebaut hat. So haben wir jetzt beides. Wir haben jetzt Butternuss-Kürbissuppe und auch den Buff. Und jetzt seht ihr, genau bei 10% shaket er jetzt ein zweites Mal und wir müssen jetzt ganz viel DPS machen, um ihn zu töten, bevor er in die 10% Breakbar-Phase kommt. Genau deswegen haben wir nämlich den DPS verzögert. Und damit er noch ein zweites Mal genau da shaket. Wir haben jetzt natürlich alle schnell GG gemacht, weil dann wird man ein bisschen nach vorne teleportiert und springen jetzt sofort rein zum Trio. Da wird es jetzt ein bisschen langweiliger, darum kann ich das nochmal schnell mit dem Slothasaur ausführen. Also, er macht ja alle 20% seine Breakbar-Phase, also 80, 60, 40, 20 und dann noch einmal bei 10%. Also am Ende wartet er nicht 20%, sondern nur 10%, also bei 20 und bei 10% gibt es eine Breakbar-Phase und die wollten wir überspringen. Dafür muss er natürlich eine extrem lange Animation anfangen, dass man viel Zeit hat, die letzten 10% zu killen. Darum wollten wir, weil die längste Animation ist halt dieser Shake. Und den sollte er im Idealfall genau bei 10% machen, bevor er in die Breakbar-Phase geht, sodass wir die komplette Shake-Animation haben, die letzten 10% zu machen, ohne dass er die Breakbar-Phase bekommt. So skippen wir halt komplett eine Breakbar-Phase und gewinnen dadurch extrem viel Zeit. Und mussten wir den Boss sozusagen so timen, dass er auf jeden Fall bei 10% diesen Shake anfängt. Und wenn man halt den ersten Shake bei 40%, wenn man den bekommt, nachdem er in der 40% Breakbar-Phase war, dann hat er den bei 10% noch auf Cooldown und macht den deswegen nicht. Darum haben wir so ein bisschen DPS verzögert, darum habe ich den Elite-Skill mit dem Stanshare nicht benutzt, dass er auf jeden Fall bei 40% shaket und somit, damit wir somit so sicher gehen, dass er bei 10% auch nochmal shaket und dann muss halt extrem viel DPS auf dem Boss liegen, dass man die letzten 10% komplett in dieser Animation rauskriegt. Naja, auch im Trio gibt es hier was Besonderes, wenn ihr mal auf die Minikarte guckt, da seht ihr unseren Commander, der steht ganz oben im Norden, also der ist gar nicht bei uns hier in diesem Fort drin, sondern der steht ganz oben außen, das ist der grüne Commander auf der Minimap, sieht man ein bisschen schlecht, da der Commander auch grün ist, aber der steht außen. Der ist nämlich bereits schon da oben, wo es eigentlich nach dem Boss zu Matthias geht. Normalerweise muss man hier das Trio ja machen. Und dann gehen so Aufwinde los, kommen so Aufwinde und mit diesen Aufwinden kann man dann überhaupt erst auf diesen Berg, wo Matthias drauf ist. Allerdings mit ein bisschen Jumping-Puzzle-Skill kann man auch schon vorher dahin kommen. Und da haben wir einen unserer Kronos abgestellt und was der machen wird, werden wir dann gleich noch sehen. Der kommt auch für die Bosse zwischendurch immer wieder hierher, das heißt, der chillt da oben eigentlich nur.
Ihr könnt euch dann natürlich auch in der Videobeschreibung die anderen POVs angucken und vor allem die vom Chrono solltet ihr euch dann angucken, wenn ihr wissen wollt, was der gemacht hat. Aber jetzt seht ihr auf der Minimap, er kommt jetzt angeflogen. Und der wird jetzt auch mitkämpfen bei Berg und noch bei den anderen Bossen, um einfach uns zu buffen. Denn dazu ist ein Chrono ja da. Da ist er jetzt, der Commander. Der wird jetzt hier mitkämpfen. Wir machen Berg so schnell, es geht kaputt. Und danach wird der Chrono wieder da hochgehen. Er hat sich da oben ein Portal hingelegt und wird dann mit dem Portal wieder zurückgehen und dann so lange da warten, bis der nächste Boss kommt. Das werdet ihr, denke ich, auch gleich sehen, wobei ich nicht weiß, ob man wirklich sieht, wie er in dieses Portal geht. Aber er wird jetzt gleich wieder gehen. Ihr seht, er rennt da gerade nach rechts weg. Auch wenn ich jetzt, glaube ich, nicht da hingucke, wie er gerade das Portal legt und abhaut. Ah doch, haben wir es gerade kurz gesehen. Da ist das Portal. Da ist er jetzt wieder hin. Und wenn ihr auf die Minikarte guckt, ist er auch wieder da oben. Sonst ist allerdings bisher der Boss relativ standardmäßig hier. Also am Anfang sind wir halt reingeflogen, haben unten alles gekillt, haben uns dann in der Ecke versteckt, sodass die ganzen Sniper angerannt kommen. Und wenn alle normal erreichbaren Sniper weg sind, teilen wir uns halt auf, um noch die paar Sniper oben auf den Brücken zu machen. Und eine kleine Gruppe, da bin ich jetzt nicht drauf eingegangen, aber eine kleine Gruppe ist auch nach draußen gegangen. Denn ein Spieler muss ja immer nach draußen, um da die Mörser kaputt zu machen. Und wenn man direkt nach Slothersaw, so wie wir das machen, direkt reinfliegt, ist da draußen natürlich noch alles voller Gegner. Und das macht es diesem einen Spieler, der die Mörser machen muss, extrem schwer da draußen. Darum, nachdem wir vor Berg in diesem Fort hier alles geklärt haben, ist eine kleine Gruppe von Spielern rausgegangen und hat dann noch so versucht, so viel es geht zu töten, bis halt Berg dann gespawnt ist, sodass der Typ, der Mörser macht, der ist auch gerade auf der Minimap zu sehen, der ist gerade draußen im Wasser, dass der es ein bisschen leichter hat. Also normalerweise Gruppen clearen ja, bevor sie hier dieses Trio anfangen, clearen ja komplett draußen alles, damit da keine Gegner sind. Wir mussten das halt sozusagen on the fly in den Zwischenzeiten, wo man gerade mal Zeit hat, machen. So, jetzt kommt gleich Zane und ihr seht auch auf der Minimap, der Chrono, der oben außen stand, kommt auch gerade wieder reingeflogen. Das heißt, auch der wird jetzt für diesen Boss wieder mitmachen und sich danach mit seinem Portal wieder hoch auf den Berg, wo es zu Matthias geht, teleportieren. Wir versuchen hier Zane möglichst ohne die, oder gab es sogar eine Daily gerade, schon ziemlich spät hier bei diesem Run, möglichst ohne diese ganzen Wags zu machen. Ihr seht, die Käfige da mit den Wags, die sind noch zu. Auch die auf der anderen Seite gegenüber, da sehen wir sie jetzt, sind auch noch zu. Das liegt daran, dass wir die Wags dann für Narella benutzen. Die machen zwar nicht so viel Schaden auf Narella, aber die clearen wenigstens die ganzen Adds weg, dass uns nicht so viele Gegner anhauen. Und es bringt eh nichts, Berg und Zane möglichst schnell zu machen, da die nächsten Boss-Spawns ja time-capped sind. Das heißt, man kann das hier nicht wirklich schneller machen, außer den Kampf gegen Narella. Von daher nutzen wir die Wags hier noch nicht, weil es eh keinen Zeitbonus bringt. Und wir wollen dann einfach später eine clean Narella haben. Darum sind da die Wags dann einfach besser. Auch hier können wir wieder mit diesem Food Swap spielen. Das heißt, ihr könnt wieder diese Drache-Atembrötchen benutzen, dass ihr die 200 Kraft und 70 Wildheit nach einem Kill über einen Gegner bekommt. Und wenn ihr diesen Buff habt, könnt ihr danach wieder Butternuss-Kürbissuppe reinmachen. Dann habt ihr nämlich noch weiterhin den Drachenatem-Buff für diese 30 Sekunden und trotzdem auch schon die Boni von dem Drachenatembrötchen, also von dem Butternuss-Kürbissuppe, also den gleichen Trick, den wir auch am Ende bei den letzten 20% von Voltirion angewandt haben, können wir hier machen. Ich habe zwar gerade keine im Inventar, aber ich werde mir gleich noch schnell welche kaufen, werdet ihr auch sehen. Auch wenn der Handelsposten mir da ein bisschen Strich durch die Rechnung macht, weil der ewig lädt. Aber ihr seht, mir fällt gerade auf, ich habe keine Drachenatembrötchen, darum kaufe ich schnell welche. Die geben dann, wie gesagt, 200 Kraft und 70 Wildheit. Und wenn man den Buff hat und man nimmt dann Butternuss rein, dann kriegt man nochmal zusätzlich die 100 Kraft und 70 Wildheit von Butternuss. Darum nehme ich jetzt auch schnell die Drachenatembrötchen rein. Jetzt muss ich nur einen Gegner töten. Ich hau den da ein bisschen an, dass wenn der gleich stirbt, ich den Buff kriege. Und da ist er jetzt auch, ihr seht ihn unten in der Buffleiste. Und jetzt könnte ich im Prinzip das Butternuss reinmachen, habe ich jetzt auch gemacht. Und jetzt habe ich sozusagen 300 Kraft und 140 Wildheit, anstatt nur ein Bonus von beiden. Das gleiche haben wir auch bei Voltirion benutzt, wie schon gesagt, um da den maximalen DPS rauszukriegen. Und jetzt können wir das Portal nehmen, für das der Chrono die ganze Zeit da oben war. Und ihr seht, wir müssen nicht die Aufwinde benutzen, sondern können uns direkt hoch teleportieren. Dadurch gewinnt man halt auch ein bisschen Zeit. Das war der Grund, warum der Chrono die komplette Zeit da oben bereits schon war und immer nur für die Bosse runterkam und sich dann wieder hoch teleportiert hat, damit er uns auch am Ende dann ein Portal machen kann. Naja, jetzt
haben wir uns hier auch aufgeteilt. Ihr seht auf der Minimap, ein kleiner Teil geht rechts rum, beziehungsweise der größte Teil geht rechts rum und ein kleiner Teil geht links rum, wo ich auch dabei bin. Und wir clearen hier jetzt diese ganzen Ads. Und ja, sobald die Ads tot sind, werden dann auch der Großteil der Leute umloggen, denn wir wollen natürlich nicht Matthias mit Elementarmagiern und Dragonhunter machen, sondern es ist ein klassischer Kondi-Boss, vor allem sehr stark mit Kondi-Mirages. Das heißt, wir loggen gleich alle um, sobald die Gegner tot sind, und kommen dann ganz schnell wieder in die Instanz rein. Darum habe ich auch meinen Charakter ganz weit außen außerhalb der Map aufgestellt, um kurze Ladebildschirme zu haben. Ihr seht, ich bin hier irgendwo im Wasser, sodass mein Spiel nur ganz kurz lädt und ich ganz schnell wieder rein kann. Und ja, sobald ich drin bin, mache ich GG. Und um auch jetzt hier bei diesen ganzen umloggenden Leuten den Laufweg zu sparen, wird jetzt auch hier ein Portal liegen. Das wird jetzt hier gerade nicht angezeigt, da ich in die Instanz gekommen bin, nachdem das Portal gelegt wurde. Aber wenn es gleich aufgeht, werdet ihr sehen, der ist in einem Portal. Und dann sind wir direkt beim Boss drin, sodass die Leute einzeln nicht alle laufen müssen, sondern sobald sie wieder drin sind und umgeloggt haben, direkt drin, also da sind. Und dann kann auch der Kampf sofort losgehen. Viel Besonderes gibt es hier bei diesem Boss eigentlich nicht. Ihr seht, klassische Teamcomp mit einem Druiden, zwei Kronos, einem Krieger und halt sechs Mirages. Das ist nun mal das maximale DPS-Setup, was es hier für den Boss gibt. Klar, mit nur einem Druiden, das macht das Ganze ein bisschen schwieriger, aber da wir ziemlich gute Druiden in der Gilde haben und auch Spieler, die sich nicht immer von allem treffen lassen, geht das eigentlich mit einem Druiden. Und ja, die einzige Besonderheit, die sonst noch dabei ist, ist, dass keiner der Mirages den Reflect macht. Wir wollten halt maximalen DPS haben, das heißt, keiner der Mirages hat ein Moa-Siegel dabei für den CC und auch keiner der Mirages hat ein Feedback dabei für die Bubble, um Matthias' Blase wegzumachen, sondern auch das übernimmt ein Chrono. Klar, dadurch ist das Buffs verteilen, das Boons verteilen, um einige schwieriger für die Chronos, da die einen Utility-Slot weniger haben, aber wir haben halt ja, ein bisschen rumprobiert und so hat es eigentlich insgesamt am besten geklappt. Aber dafür müssen die Rotations auf den Chronos dann natürlich richtig gut sitzen, damit die Buffs nicht irgendwie mal auslaufen. Ihr seht jetzt gerade, habe ich zum Beispiel keine Quickness. Aber das kann immer mal passieren, kurzzeitig. Das ist nicht ganz so mega schlimm. Auch wenn das kein super mega cleaner Matthias-Skill hier war, ist das trotzdem noch in Ordnung. Naja, bedeutet aber auch, dass wenn man eine Breakbar-Phase ist und nur die und keine Mirages und Moa-Siegel mit haben, dann müssen die alle den Pistole 5er machen und wenn es knapp wird, eventuell auch noch mit F3 shattern, um da überhaupt die Breakbar kaputt zu kriegen. Und aber wie ihr seht, hat es geklappt. Wir sind in die 40% Phase gekommen. Ab jetzt kann niemand mehr geopfert werden. Das heißt, wir können maximalen DPS fahren und ja. Wir müssen jetzt nur noch den Kampf zu Ende bringen und hoffen, dass niemand in diesen blöden Geistern, die hier immer von außen reinkommen, stirbt. Aber bisher, sonst gibt's auch nichts mehr Besonderes. Ihr habt es gesehen, in jedem einzelnen Bosskampf haben wir irgendwie eine bestimmte Strat angewandt, die man vielleicht nicht so perfekt unbedingt sieht. Darum wollte ich hier auch ein Video machen, wo ich einfach mal alle unsere Gedanken und letztendlich Taktiken, die wir benutzt haben, anspreche. Ich sage jetzt hier schon mal Tschüss, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst euch noch mit den letzten paar Prozent von Matthias hier alleine. Wenn ihr Fragen habt, schreibt natürlich immer in die Kommentare. Ich lese jeden einzelnen Kommentar und werde euch dann noch antworten. Ich sage jetzt erstmal Tschüss und wir sehen uns die Tage wieder. Ciao, Leute.